Hey Leute und herzlich willkommen zur Ungespielt Dichter Challenge. Ja, wir werden jetzt einfach mal Freestyle, Meestyle rhymen und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das hier so wird, denn ihr kennt mich ja, ich kann auf jeden Fall richtig gut rhymen und ja, es geht jetzt direkt los. Ich bin so cool und spring in den Pool. Und perfekt erstmal ein paar Sachen abgestaubt. Wir werden auch gleich direkt, wenn wir einen Gegner haben, jetzt in der Friedensphase haben wir noch keinen Gegner, anfangen zu reimen. Und ja. Ich fand die Challenge auf jeden Fall richtig lustig und ich habe mir gedacht, komm, mach's auch mal, weil der Simon auch im Video gesagt hat, dass er das feiern würde, wenn andere YouTuber das auch mal machen würden. Und ja, ich versuche jetzt einfach hier mein Bestes aus und gut. Jetzt gerade sehe ich noch keinen Gegner, deshalb geht das ja irgendwie schlecht, die Challenge, aber gleich ist es dann auch soweit und wir blamieren uns erstmal. So, wer ist denn da? Da ist der Michi HD, vielleicht aber auch nur in 240p. Ist er tot, wird er rot und wird er... ist er tot, wird er rot und natürlich... Oh, jetzt laggt. Auf jeden Fall ist er tot, wird er rot und fragt sich... Warum war keiner zur Hilfe da in dieser Not? Lol, er springt einfach mal selber runter und ist hoffentlich jetzt im Grab munter. Okay, Rainer X YouTube ist ein Mensch. Er sucht die Kiste in der Hoffnung, eine gute Waffe zu bekommen. Er rennt und rennt. Schnell wie ein... Went, also wie ein Wagen auf Englisch. Und ja, jetzt greife ich ihn an. Er denkt sich nur, warum? Die Frage ist nicht, warum. Die Frage ist, bin ich dumm? So, ich renne jetzt erstmal ganz kurz hinterher. Ich meine, so gut wie wir hier gerade am Reim sind, ne, das geht ja gar nicht mehr besser. Der Rhinox YouTube, er rennt weg. Wird er sich umdrehen? Wenn ja, wann? Und wenn nicht, dann nicht. Und ich würde sagen, er ist gestorben. Und wird auf jeden Fall jetzt im Grab verdorben. Hä? So, wen greifen wir jetzt an? Untouchable. Nein. I untouchable. Nee, warte mal, erstmal ganz kurz umdrehen. Weil jetzt hier irgendwie ein paar Leute hinter mir her sind. So, ich will nämlich immer zu einem Gegner eine Reihe machen, nicht zu mehreren. Und der Typ, der verfolgt mich immer noch. Gut, dann erstmal. Nee. Wir machen jetzt erstmal zu untouchable. Untouchable. Ist ein Valable. Was? Nee, da fällt mir gerade nichts ein. Ich muss hier erstmal was ausdenken. Ich gehe erstmal auf Eska. Eska ist ein Car, also ein Auto. Ich greife ihn an. Schnell. Schnell rennt er davon. Schnell ist er da. Die Frage ist nur, wow. Nee, Mann, was ist das denn für ein Reim, ey? Ohne Witz, ne? Das sind echt die schlechtesten Reime, die ich je gehört habe. Das sind selbst so Haus-Maus-Reime wie es ist so war, es ist so heiß, ich brauche ein Eis. Genau, genau, da habe ich schon einen Reim gehabt. Es ist ihn warm, er setzte Feuer. Doch das war ganz schön teuer, ne? Das ging nämlich auf die Kosten von lieben Wie hieß der? Lassie Zock. Er ist jetzt Rock. Ne, er hatte einen Rock. Es war ziemlich schick, aber jetzt ist er tot. Ach Mann, das sind doch keine Reime mehr. Das sind eher so, weiß ich nicht, Schimmelreime irgendwie. Oh Mann, aber immerhin, so mehr oder weniger reime ich ja auch etwas. So mehr oder weniger mit ein wenig Fantasie, ne? Und ja, ich denke mal, das passt dann auch so mehr oder weniger. Okay, nächster Reim, ne? Also, wenn ich so nicht weiterkomme, ne, mit meinen Reimen, dann, also bitte, Leute, ne. Ich will mich ja nicht selber loben, aber auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf jeden Fall die 12, ne. Und wo ist jetzt hier der Typ? So, gerade. Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ja gut, dann gehe ich... Hä, okay, der Kompass hat aber gerade woanders hingezeigt. Na gut. Zu wem müssen wir jetzt noch einen Reim machen? Das ist natürlich hier die Frage, ne?
Oder ist die hier irgendwo im Untergrund? Kann das sein? Egal, ich gehe erstmal in die Mitte. Oh Mann, das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, solche Reime zu machen. Und das ist hier auch übrigens das zweite Video von heute. Also wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Ja, und da habe ich etwas über die Server geredet und da haben wir noch ein Dia bekommen. Perfekt auf jeden Fall. Dann machen wir uns jetzt nochmal ganz schnell ein Dia-Schwert. Ein Dia-Schwert, das ist so schön, da freut sich sogar ein Pferd. Oh ja. Eine Angel. Natürlich nehmen wir sie. So, wer ist jetzt der Letzte hier? Warte mal, wie viele Leute sind noch am Leben? Drei Stück, dann machen wir jetzt noch zu den beiden einen schönen Reim. So, einmal der Erik LP und einmal der Klotz. So, wer greift mich an? Ich halte mich erstmal zurück, damit ich wirklich einen guten Reim machen kann. Also gut ist relativ, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, zu wem muss ich einen Reim machen? Greift euch erstmal bitte an, Leute, komm. Okay. Ach man, jetzt bin ich tot und werde rot. Die Frage ist, wo war mein Retter in der Not? Ach, wisst ihr was, Leute, die Runde, die war irgendwie so lustig, ne? Ich hätte den jetzt eigentlich theoretisch, also ich hätte den locker gekillt eigentlich, aber naja, ich wollte einfach, keine Ahnung, gerne zu einem Typen einen Reim machen und hab abgewartet. Aber ist ja egal, die Runde war ja auch gar nicht das Thema, das, besser gesagt, ist die Challenge bestand ja darin, einfach ein paar schöne Reime zu machen und naja, ob sie schön waren, ist eine andere Frage, aber wir haben auf jeden Fall so mehr oder weniger die Challenge erfüllt. Waren auf jeden Fall lustige Reime dabei und wenn euch die Challenge und der Runde gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.